Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sprechen dürfen. Das Thema Constructive Disobedience fanden wir sehr, sehr spannend, weil wir glauben, Ungehorsam gehört dazu für Innovation. Und das haben wir Tradition, sagen wir, bei uns im Büro schon lange, auch bei der letzten Generation unserer Partner. Ich habe das Thema die Lehmdecke vom Projekt Hortus. Aber ich gehe zuerst einen Schritt zurück. Also der Ungehorsam zum Thema Nachhaltigkeit hat eigentlich im kleinen Projekt gestartet, um zu lernen. Weil uns das Thema interessiert, wie bauen wir, sagen wir, nachhaltig wenig CO2-Abdruck, wenn möglichst kein Energieverbrauch während dem Betrieb des Hauses, komplett zirkular, also recycelbar, das ganze Gebäude. Und so haben wir begonnen, ein Haus zu entwickeln. Das besteht aus 5 Betonelemente am Boden, die sind nur hingelegt, nicht verschraubt, nicht vergossen. 4 Schränke draufgestellt, also haben wir eigentlich das Tragwerk wegrationalisiert. Und wieder 7 Betonelemente obendrauf. Das ist das Gebäude, das heißt eigentlich der Rohbau und das fertige Gebäude ist genau das gleiche. Ich muss sagen, der Schreiner war sehr, sehr nervös, als er die Schränke gesetzt hat. Und dann kam der Baumeister mit den großen Betonplatten obendrauf. Das Interessante an dem Projekt ist, wir haben herausgefunden, dass eigentlich es spielt eine sehr große Rolle, welche Material man verwendet, aber auch wie man konstruiert. Als Beispiel jetzt hier, wir haben keine Farbe, kein Leim, kein Gips, keine Schichtung. Die Decke besteht aus 6 cm Beton, also so dick, vorgespannt. Wir brauchen sehr, sehr wenig Material. Der Boden ist 11 cm, ist so dick. Die Wände sind 4 cm. Wo dann, und das Dach wiegt 100 Tonnen, nur so eine Nebenbemerkung, was auf den Schränken steht. Und dann haben wir gesehen, das geht und wir können ein Haus bauen mit der gleichen Wohnfläche, ungefähr mit einem Drittel vom Material, was üblich wäre. So, da sind wir schon mal, nur aufgrund Materialverbrauch sind wir schon 3-mal besser. Dann auch im Betrieb, später ein ganz energetisches Konzept. Das ist ein Plus-Energiehaus, obwohl es voll verglast ist. Es produziert, hat so einen viel Überschuss, das Haus, an Energie, dass man noch 30.000 Kilometer Elektroauto fahren kann mit dem Überschuss, was es produziert. Das heißt, und auch kostenmäßig gleich teuer wie normales Gebäude. Auf Basis von dem Gebäude wurden wir dann angefragt vom SEN-BPN, das Investor, wo wir zusammenarbeiten mit Herzog Dömerow in Kombination. Und der hat uns angefragt und hat gesagt, ob wir Interesse hätten, mit Herzog Dömerow zusammen ein Haus zu entwickeln, was möglichst wenig CO2-Ausstoß hat, energiepositiv ist. Das heißt, das Gebäude selbst muss nicht nur seine eigene Energie produzieren, sondern es muss auch die ganze Herstellung amortisieren, also innerhalb von einer Generation. Das heißt, zwischen 25 und 30 Jahren soll das Gebäude so viel Energie produzieren, dass die ganze Herstellung Energie zurückbezahlt ist. Oder andersrum gesagt, wenn ich 30 Gebäude hätte, dann würden die 30 Gebäude so viel Energie produzieren, dass sie zum einen sich selbst versorgen und zum anderen, ich könnte jedes Jahr ein neues Gebäude noch bauen mit dem Überschuss. Das heißt, dass wir eine vollfunktionale, ich sag mal, zirkuläre Stadt erhalten. Im Idealfall soll das Gebäude noch kompostierbar sein oder wiederverwertbar. Größe 15.000 Quadratmeter Fläche. Wir haben gesagt, super interessante Aufgabe. Und haben natürlich dann Erfahrung gehabt, schon aus dem kleinen Haus, dass eigentlich Konstruktion und Material maßgebend sind, um diese Ziele zu erreichen. Also wir brauchen ein Haus, das relativ wenig CO2 generiert in der Herstellung, günstig ist in der Herstellung, also wir müssen industriell herstellen können, und auch im Betrieb die Energie sehr gering ist. Wir haben dann mit Herzog Dömerow gesprochen, das war der verantwortliche Partner, ist Stefan Marbach für das Projekt von HDM. Und wir haben diskutiert und gesagt, schau mal, wenn wir das Haus hinkriegen möchten, so, wir müssen den Prozess drehen. Wenn ihr zuerst startet mit eurem Volumen und dann machen wir die Stück weit Architektur und am Ende kommen wir, haben wir keine Chance mehr. Wir müssen es drehen, wir starten beim Material, überlegen dann, wie wir das Haus konstruieren, dann wird irgendetwas rauskommen und dann könnt ihr schauen, ob ihr damit ein Haus hinkriegt. Ist die Vorgehensweise in Ordnung? HDM fand das super spannend, auch der Investor fand das sehr gut. Er hat uns zum Glück schon gekannt, dass meistens, wenn wir mit Ideen kommen, am Ende funktioniert es dann. War nicht ganz wenig Druck auf unserer Seite. So haben wir den Prozess gedreht. Das heißt, wir haben gestartet
beim Prozess und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir herausfinden, wie bauen wir ein ökologisches Haus in Big und günstig. Haben dann analysiert und gemerkt, eigentlich besteht ein Haus nur aus 6 Elementen für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit. Den ganzen Rest, also 80% von der ganzen Umweltverschmutzung, CO2, sind 6 Teile. Der ganze Rest macht ungefähr 15% aus. Es schwankt ein wenig, also wir haben eine Studie gemacht selbst und vom Kanton Basel auch bezahlt. Wir sind auch der Nachhaltigkeitsberater als Firma. Aber auch eigene Referenzen gerechnet und haben festgestellt, ja, eigentlich, wenn wir Bodenplatte, Decke, Wände, Fassade, Dach und Haustechnik betrachten, haben wir 80% gelöst. Oder andersherum gesagt, wenn wir diese Teile CO2-frei hinbekommen würden, was nicht geht, ohne dass man CO2 positiv anrechnet, wer hätte das Haus mal 80% weniger CO2? Also haben wir uns fokussiert auf diese paar Teile, weil dann ist es handelbar, weil sonst verliert man sich in zu vielen Details. Als Bodenplatte, Fundation haben wir gesagt, kein Keller, sonst bekommen wir es hin. Und die Fundation machen wir aus alten Betonplatten, die wir recyceln von einer anderen Baustelle. Also Thema Fundation, schon mal 6% sind gelöst. Danach haben wir gesagt, okay, wir machen das Dach. Dach ist nicht ganz einfach, vor allem wenn es langlebig sein soll. Es ist ein Investorenobjekt, das heißt, der Investor will seine Rendite, der will ein langlebiges Projekt. Dann haben wir Materialien untersucht, die langlebig sind und witterungsbeständig. Da bleiben nicht mehr allzu viele nachhaltige Materialien übrig. Wir haben aber ein ganz günstiges Material gefunden, aus meiner Sicht ist das billigste Material, das es gibt, weil es kostet nichts. Langfristig gesehen sind Solarzellen. Solarzelle ist das einzige Material, was sich selbst zurückbezahlt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Nach 30 Jahren ist das Geld wieder zurück, das heißt, das Material war gratis. Wenn ich einen Ziegelstein kaufe, wenn er nur 1 Euro kostet, der kostet immer noch 30 Jahre noch 1 Euro. Das heißt, es ist ein sehr billiges Material. Unsere gute Eigenschaften für Witterungsschutz und das Nebeneffekt produziert noch Energie. Also haben wir gesagt, okay, alles was witterungsausgesetzt ist, müssen Solarzellen sein. Das heißt, wir haben das Dach gelöst. Da haben wir wieder 9%, nicht ganz weg, Solarzellen haben auch graue Energie, aber das Element war gelöst. Haustechnik, wenn wir weiterdenken, wenn möglichst keine. Das heißt, wir müssen ein Haus bauen, was sich möglichst gut natürlich belichtet und wo wir querlüften können. Wir brauchen thermische Masse, damit das Ganze funktioniert. Wir brauchen ideal auch Masse, die Feuchtigkeit aufnehmen kann, um die für die Feuchtigkeitsregulation im Winter. Und natürlich Brandschutz und Akustik. Also sind wir von dem hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir, weil das ist aber die Anforderung der Haustechnik und Brandschutz und Bauphysik. Das heißt, jetzt überlegen wir uns die Bauteile, Decke, Wände und Fassade. Wie machen wir diese? Ich mache es zum Beispiel schnell von der Decke, zeige, wie wir vorgegangen sind. Wir haben einfach verschiedene Decken angeschaut, Konstruktionen, die man machen kann, und haben diese gegenübergestellt. Und haben dann, was wir auch haben, das Graue ist die Kosten, das sind die Schweizer Preise, voller Deckenaufbau mit Drittschall und Bodenbelag. Das Blaue ist die Energie, die man braucht für eine Quadratmeter Decke, pro Jahr ist immer gerechnet. In Kilowatt und das orange CO2. Das CO2 ist das Problematischste. Also wir haben gesagt, wir optimieren den CO2-Teil, weil Energie kann ich kompensieren. Ich kann mit Wasserkraft herstellen, ich kann Solarzellen nehmen. Das heißt, Energie ist nicht so ein Problem. Das Problem ist CO2, weil CO2 wegzukriegen ist extrem aufwendig. Entweder man macht Pyrolyse oder man stellt wieder Erdöl her oder Kohle künstlich indirekt, weil man muss eigentlich aus der Luft wieder Kohlenwasserstoffe herstellen, damit man es wegkriegt. Und wir haben auch gesagt, wir rechnen nichts Embedded Carbon, also CO2 aus dem Holz gespeichert ist, nicht an. Weil es ist ein Investorenprojekt und wir konnten nicht garantieren, dass nicht nach 50, 60 Jahren das Haus abgerissen wird und dann das ganze CO2, was wir im Holz angerechnet haben, als positiv, dann auch verbrannt wird. Das heißt, wir hätten uns dann eigentlich dann selbst angelogen. Das war die Gefahr. Wir haben dann einen Ansatz, wir sagen, wir rechnen es an, wenn man es ins Grundbuch einträgt, als Dienstbarkeit. Also wenn es jemand einträgt ins Grundbuch und sagt, ich verpflichte mich, das CO2, was ich im Haus gebaut habe, wenn es abgerissen wird, wieder zu kompensieren, dann rechnen wir es an. Sonst weigern wir uns, das anzurechnen. Genau. Wir haben dann untersucht und festgestellt, interessanterweise ist eigentlich einfach, man kann sich merken, Betonflachdecke ist schlecht, alles andere ist viel besser.
Und dann haben wir festgestellt, ja, eigentlich interessant könnte es sein, eine Lehm-Holzdecke zu machen, weil Holz ist relativ teures Material, also wir haben den Kostendruck. Holz ist teures Material, Lehm ist sehr günstig. Material ungefähr 40 Euro pro Kubikmeter, also sehr billiges Material. Wenn wir industriell denken, industriell gedacht, ist immer der Materialpreis, Rohstoffpreis relevant. Also wenn ich eine Zahnbürste herstelle, dann rechne ich, was kostet der Kunststoff der Zahnbürste, plus die Maschine, aber die Maschine ist selten relevant im Vergleich zum Rohmaterial bei industrieller Fertigung. Gleiche Überlegung, aber ich sage, ich habe Materialpreise an, Lehm ist günstiges Material, müssen dann einfach industriell fertigen können, und Eigenschaften sind super. Und man kann das Haus im Gartenschlauch abreißen am Ende, von dem her eigentlich ideale Voraussetzung. Noch eine andere Sichtweise, einfach zu zeigen, wie krass unsere Gesellschaft funktioniert. Ganz rechts ist Beton, das heißt, man sieht es ganz, ganz rechts außen. Auf der horizontalen Achse sieht man CO2-Ausstoß äquivalent pro Jahr. Das heißt, eine Flachdecke ganz rechts ist viel, viel schlechter wie alles andere. Alle anderen Methoden, Beton, Rippendecken, Betonverbund, Holzdecken, sind alle viel besser. Das ist immer so Faktor 3 besser, also wir haben von 300% Differenz. Also die horizontale Achse ist eine Riesendifferenz. In der vertikalen Achse sieht man auch eine leichte Differenz. Die kleine Differenz, die man hier sieht vertikal, das sind die Kosten. Betondecke ist leicht günstiger, 5% günstiger, 6% günstiger. Und das macht es aus, dass wir sehr viel mit Betonflachdecken bauen, obwohl es 300% schlechter ist. Also man sieht, wie sensibel unsere Welt auf Kosten ist. Also haben wir uns zum Ziel gesetzt, wir müssen die Lehm-Holzdecke zum Kosten hinkriegen von Betonflachdecken. Weil dann, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir Mass-Market tauglich. Genau, dazu haben wir gesagt, wir müssen Lehm anders verarbeiten. Wir können nicht traditionell stampfen, mit Schichten vertikal, weil es braucht zu viel Zeit. Wir müssen flächig stampfen können. Also wir stampfen den Lehm nicht so geschichtet, aber mit Stampflehm, sondern machen eine Schicht und stampfen flach, dass wir schneller werden. Wir haben dann das bei Martin Rauch getestet, es war eine lustige Diskussion mit ihm, dass wir gesagt haben, wir wollen flach stampfen, wir wollen anderem stampfen wie normal. Eben zum Thema Innovation. Wir haben dann Wetten abgeschlossen, ob es einstürzt oder nicht. Rein theoretisch darf es nicht einstürzen, es muss halten. Haben das hergestellt. Der Investor hat zum Glück uns vertraut, dass es geht. Haben es hergestellt und es hat gehalten. Wir hatten einfach theoretische Modelle von Baugruben verwendet. Baugruben kann man auch so bauen. Da haben wir gesagt, wenn man Baugruben so bauen kann, dann kann man auch Decken so bauen. Es hat gehalten. Es war mal gut und wir konnten den Preis, den wir hatten für vertikal gestampften Lehm, war 600 Franken der Quadratmeter, horizontal gestampften Lehm war über 60 Franken der Quadratmeter. Sie konnten den Preisfaktor 10 reduzieren. 15 Minuten pro Element. Also wir haben eine Minute pro Quadratmeter. Das war die Geschwindigkeit, die wir dann herstellen konnten. Also hatten wir das Element gehabt und sind damit zurückgegangen zu Herzog Dömeron. Da haben wir gesagt, du, wir haben eine Idee, wir machen eine Holz-Lehmdecke, Wände machen wir aus Stroh, beplankt auch wieder mit sehr hohem Holz, kein Leim im Holz, alles nur Naturbalken, wenn wir sägeros Holz verwenden wollen, maximale Spannweite, die wir machen, dürfte 6 Meter, sonst bekommen wir keine Balken mehr wirtschaftlich. Stützenraster, was wir vorschlagen würden, ist 560 x 280, könnt ihr damit ein Haus machen. HDM fand das super, hat gesagt, ja, super Raster, geht relativ gut aus für Büros, können wir auch im Notfall Zimmer reinbauen. Sehr interessant, dieser Zwang, den wir haben, und haben daraus begonnen, ein Haus zu entwickeln. So die erste Studie von HDM war dann eine Volumenstudie, wie soll das Volumen ausschauen? Und wir haben festgestellt, dass das Element Nummer 2 ist das Beste. Weil beim zweiten können wir verlüften, wir haben gut Lichteintrag und so weiter. Das Volumen-Flächenverhältnis ist auch immer noch sehr gut. Also haben wir für den Innenhof-Typologie entschieden. Im Innenhof, es wird sehr, sehr viele Details noch geben zu sagen, haben wir einen Teich, einen See, den brauchen wir wie Marokko dann zum Kühlen im Sommer. Also weil die alte marokkanische Tradition ist immer ein Brunnen im Zentrum aufgrund der Absorption der Wärme.
Die Luft, die wir ansaugen, ins Haus hat keinen Keller, geht unten durch, dass wir können die Luft schon mal vorkühlen über die Erde und so weiter. Es hat relativ viele so Low-Tech, traditionelle Ideen im Haus drin. Das so sieht das Gebäude aus, als Rendering von HDM, als ganze Fassade, alles was bewittert ist, sind Solarzellen, das Dach sind alles Solarzellen und innen drin ist es ein Holzlehmbau. Also nicht bemerken, das rechte Haus daneben haben wir auch gebaut, also das steht, das haben wir in der gleichen Konstellation gebaut. Gleicher Investor, gleicher Architekt und gleicher Ingenieur. Das war noch relativ interessant, weil es sind ganz verschiedene Häuser, einfach eine andere Aufgabenstellung. Dann habe ich getestet mit der ETH, wir haben da die gleichen Roboter an Land gebraucht wie Vortag davor. Können wir das roboterisiert herstellen? Das ging, wir können es roboterisiert herstellen als Standardelement, das heißt sehr industriell. Daraus ist auch ein Startup entstanden, das heißt Rematter Earth, und die beschäftigen sich einfach, wie können wir Lehm industriell roboterisiert elementweise herstellen, dass wir die Kosten unter Beton kriegen. Das ist eine reine Kostenüberlegung. Auch als anderes Produkt, ist, was aus dem Projekt entstanden ist, ist der Kanton Basel fand eigentlich die Idee von uns interessant, dass wir, also das Hortus braucht ungefähr dreimal weniger CO2 wie ein normales Gebäude in der Herstellung. Und es braucht ja keine Energie selbst, also Energie ist sowieso selbstversorgend. Und es kostet nicht mehr. Das heißt, der Kanton fand das sehr interessant, ja, als Bauherr, also in der Schweiz baut ungefähr 50% baut der Staat, hat gesagt, ja, eigentlich wollen wir mehr darüber lernen, wie können wir die Wettbewerbe so organisieren, dass wir im großen Stil sehr viele Immobilien generieren können, die nachhaltig sind. Wir haben uns dann extrem dafür eingesetzt, dass man nicht den Weg definiert. Oder der Gesetzgeber hat immer die Krankheit, er will den Weg definieren, er will vorschreiben, was man machen muss und nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, man will ein ökologisches, nachhaltiges Haus und nicht, man will Lehm oder Holz oder Beton oder Glas. Also haben wir uns dafür eingesetzt und gesagt, schau mal, es geht um Nachhaltigkeit, weil Lehm, Holz ist super für diese Hausgröße. Wir haben das durchgerechnet für Hochhäuser, nicht so gut. Hochhäuser schneidet ein Betontragwerk mit Rippen ökologischer ab, wie ein Holzlehmgebäude. Wenn man Embedded Carbon nicht anrechnet. Also wenn man Embedded Carbon anrechnet, dann ist natürlich Holz immer besser, weil Biomasse kann man gegenrechnen. Und dann kam die Idee mit dem Kanton auf, auch aus dem Projekt raus, ja, wir machen auch ein Tool für Wettbewerbe, das wir den Architekten ausgeben können, wo sie müssen nur Fassadenschnitt eingeben, Deckenschnitt und Wandschnitt, was sie sowieso machen, als Wettbewerbabgabe, und bekommen dann eine Abschätzung für den CO2-Wert. Das heißt, sie können während dem Entwurfsprozess relativ schnell abschätzen, wo ist mein CO2-Wert und so weiter. Kanton fand die Idee sehr, sehr spannend. Das haben wir für den Kanton dann entwickelt. Jetzt haben wir Vergleichstests dann gemacht beim Kanton. Also wir haben Wettbewerbe angeschaut, wo das Tool verwendet wurde oder musste. Wir haben Zielwerte vorgegeben, zum Beispiel 9 Kilo CO2. Und wir haben festgestellt, beim normalen Gebäude, es schwankt, ist man ungefähr bei 12 Kilo CO2 pro Quadratmeter und Jahr. Bei den Wettbewerben, wo das Tool verwendet wurde, liegt man ungefähr bei 6 bis 7. Wieder bei den Projekten. Das heißt, nur durch das Bewusstsein, was generiert Umweltverschmutzung? Wie kann ich anders konstruieren? Das ist eigentlich das Spielerische, man kann einfach ausprobieren. Kann man einfach ohne Aufwand ein Haus schon mal, ich sage mal 30% geht ohne weiteres, 50% ist wenig mehr Arbeit, besser zu werden. Und das Hortus, was jetzt bei 70% besser ist, da muss man wirklich überlegen. Also das wird wirklich ganz extrem mit dem Holz und Lehm. Ja, jetzt eigentlich wieder die Abrundung zur Decke. Das heißt, eigentlich geht es, bis eigentlich die Entwicklung war eine Decke, die entstanden ist, auch wieder pragmatisch, man schaut auf Materialien an, aber aus dem heraus, aus dieser Ausgabenstellung, ist viel mehr noch daraus entstanden. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant an dem Projekt. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie alle oder ein wenig von Ungehorsam begeistern. Ja, vielen Dank für die Einladung. Applaus